Mein Arbeitsalltag bei der BIC ist sehr vielseitig. Das heißt, ich bin in den Häusern unterwegs, die wir betreuen. Ich bin bei meinen Teams, aber ich sitze auch im Headquarter, wo ich dort meine Büroarbeit nachgehe, meine Mails bearbeite. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich in die BIC komme, meinen Computer anstecke und einschalte. Speziell im IT-Bereich ist es so, dass wir nach einem Ticketsystem arbeiten. Ich bin nicht nur im Büro, ich habe auch viele Außentermine oder fahre auch mal in die Steiermark beispielsweise. Also das wechselt sich gut ab. Von der Arbeitszeit her bei der BIC sind wir sehr flexibel. Das heißt, wir haben Gleitzeit, gibt aber auch fixe Arbeitszeiten. Und man kann sich auch für die Modelle teilweise entscheiden, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist. Teamzusammenarbeit ist bei uns ja, sehr groß geschrieben. Wir haben eine sehr lustige Atmosphäre, was auch ein Vorteil ist für uns. Wir verstehen uns dementsprechend besser. Der Teamgeist bei mir im Team ist super. Wir haben eine hervorragende Stimmung, verstehen uns alle wirklich gut. Bei der BIC haben wir ein sehr familiäres Verhältnis. Das heißt, mit den Mitarbeitern treffen wir uns auch außerhalb der Arbeitszeit und unternehmen etwas gemeinsam. Work-Life-Balance finde ich sehr gut bei der BIC. Das sieht nämlich so aus, ich mache meine Arbeit fertig, grob gesagt. Ich kann auch komplett abschalten im Kopf und mich komplett um meine Familie kümmern. Bei der BIC wird sehr viel Wert auf Weiterbildung gelegt. Es gibt quasi ein internes Tool, wo man sich weiterbilden kann. Es gibt auch Seminare, die in-house angeboten werden, aber auch extern. Ich habe die internen Schulungen natürlich auch schon besucht und extern habe ich auch einen Lehrgang gemacht, wo ich gerade auf das Ergebnis warte. Also der ist quasi auch schon abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit meiner Führungskraft läuft sehr gut. Er hat immer ein offenes Ohr für mich. Sprich, ich kann mit allen Problemen noch zu ihm kommen, sollte was anfallen. Er fördert auch meine Weiterentwicklung. Am meisten Spaß an der Arbeit macht mir die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern, sie zu entwickeln, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam die Ziele zu erreichen. Am meisten Spaß macht mir eigentlich die Zusammenarbeit mit den Menschen. Also Immobilien an sich haben mich immer schon interessiert und es lässt sich halt beides gut vereinbaren.